Zunächst der Redner ist dann Nigel Farage, der Wahlsieger der Europawahlen in Großbritannien mit seiner Brexit-Party, der sich diesmal entschlossen hat, nicht einer Fraktion sich anzuschließen mit seinen rund 30 Abgeordneten. Anschließend dann hat Ursula von der Leyen zum ersten Mal die Möglichkeit, auf all diese Statements zu antworten. Vorne stehen und massiver Sieger sein. Und ich komme zurück jetzt hier zu einem Ort, wo der gedemütigt wurde. Also das, was der Europäische Rat jetzt gemauschelt hat, hat dazu geführt, dass das Parlament ohnmächtig ist bis heute. Nun, wenn Sie möchten, könnten Sie vielleicht etwas tun. Aber das, was jetzt hier getan wird mit der Kandidatin von Frau von der Leyen, das ist der Versuch, wirklich Kontrolle zu ergreifen über jeden Bereich unseres Lebens. Sie möchte hier eine zentralisierte, undemokratische, aktualisierte Form des Kommunismus schaffen, wodurch die Parlamente in den Nationalstaaten ohnmächtig und nationalstaatliche Parlamente überhaupt keine Bedeutung mehr haben werden. Von unserem Standpunkt aus muss ich Folgendes sagen. Ich bin auf eine gewisse Art und Weise erfreut, denn dadurch ist jetzt Brexit wesentlich populärer geworden im Vereinigten Königreich. Gott sei Dank, dass wir ausscheiden. Aber was die Verteidigungsaspekte angeht, darauf sollten wir uns konzentrieren. Sie sind eine Fanatikerin, Sie möchten eine europäische Armee haben, aber Sie stehen nicht allein dort. Wenn das vollendet ist, dann wird NATO nicht mehr existieren oder wird zumindest in Europa keine Bedeutung mehr haben. Und der französische Staatspräsident Macron möchte natürlich auch nicht außen vor bleiben. Deshalb hat er am letzten Sonntag oben auf einem offenen Wagen gestanden, hatte seine europäische Verteidigungskraft hinter sich und hat in der ganzen Welt so dagestanden, als ob er eine neue Form von Napoleon wäre. Sie sollten keinen Zweifel hegen. 5 Jahre mit derartigen Menschen, das würde bedeuten, dass die Europäische Verteidigungsunion vollendet würde. Und die Verteidigung kann auch für einen Angriff genutzt werden. Und Sie als Parlament werden überhaupt keine Kontrolle darüber haben. Sie sollten gegen diese Kandidatin stimmen. Sie sollten wirklich für die Demokratie eintreten. Sie sollten für Ihre Bürger eintreten.